Manche machen schon im Herbst, manche warten bis auf den letzten Drücker, um ihre Weihnachtsgeschenke zu kaufen. In unserer Rubrik Das Wort zu haben wir uns an einem sonnigen Novembertag rausgetraut und euch gefragt, wie ihr das handhabt mit euren Weihnachtsgeschenken. Weihnachtsgeschenke, ganz, ganz tolle Sache. Ich bin der Typ, der kauft die Sachen zwei Wochen vor Weihnachten ein. Ich brauche so ein bisschen Stress. So Vorplan, das ist überhaupt nicht so meine Sache. Ja, also ich habe prinzipiell schon Ideen, aber ich versuche immer nichts Materielles zu schenken. Kochtöpfe sind für Mutti immer gut. Parfüm, ganz toll. Küchengeräte würde ich nicht verschenken, weil ich immer gesehen habe, wie meine Mutter sich darüber geärgert hat, wenn sie irgendwelche Küchengeräte geschenkt bekommen hat. Socken. Unterwäsche. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Weil Socken, da kann man eigentlich nur alles falsch machen. Und generell Unterwäsche, weil nein, das gerade als Junge hast du da eigentlich gar keine Ahnung. Ja, eigentlich kaufe ich dann meistens auch immer so die Standardsachen. Also ich weiß, dass mein Opa jedes Jahr einen Bauernkalender bekommt. Also zum Beispiel meiner damaligen Freundin habe ich gesagt, komm, hast du 3 Tage Zeit? Und habe sie ins Auto gesetzt und wir sind nach Istanbul geflogen. Und dann gucke ich, ja, kommen manchmal abenteuerliche Sachen bei raus.